Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich musste jetzt mal meine Funzel wieder anmachen, denn draußen regnet es jetzt schon den ganzen Tag und es wird auch noch den ganzen Tag weiter regnen. Ich freue mich so sehr. Leute, kuschelt euch schön ein. Also wenn ich YouTube-Videos gucke, und ich schaffe es nur noch selten, YouTube-Videos zu gucken, meistens gucke ich ja Michelle Wong oder Elena Davison, halt wenn die lange Videos hochladen, dann kuschel ich mich richtig ein, nehme mir was zum Snacken und dann schaue ich mir die Videos an und ich liebe es einfach. Und ja, das möchte ich, dass ihr das jetzt auch tut. Und wir haben ein Haul. Also wir, ich, ne, und meine andere Persönlichkeit, ihr wisst. Ja, lieben wir. Ich will euch jetzt zeigen, was ich mir gekauft habe in den letzten Wochen. Und wir machen es wieder genauso wie immer. Erst Make-up und dann Parfum. Also alles random zwischendurch. Ja, wir haben... Ich fange einfach an, Leute. Es ist wieder alles drunter und drüber. Womit fange ich denn an? Also, ich hatte mir von Raffer, auch bei Elena Davison gesehen, unter anderem, das sind ja Pinsel, die von Ingenieuren entwickelt wurden. Und sie hat sehr geschwärmt von dem Pinsel Nummer 4 und von dem Pinsel Nummer 5. Guess what? Diese habe ich mir auch gekauft und den Nummer 4 nehme ich sehr gerne für Cremeprodukte. Habe ich auch heute verwendet, zeige ich euch gleich, womit ich das auf, also was ich damit aufgetragen habe. Also... Ach, die sind so schön weich. Also, Raffer hatte das nicht dazu sagen. Raffer hatte eine Aktion. Kaufe zwei, zahle aber nur einen. Und das habe ich natürlich in Anspruch genommen. Und ja, da sind es diese beiden Pinsel geworden. Wie gesagt, super weich. Die verblenden wie ein Traum. Und ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Und halt, wie gesagt, der Nummer 5. Den nehme ich ganz normal als Blush Brush. Auch super weich. Lässt alles wirklich wie ein Traum verblenden. Und ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Hier einmal der Name Raffer. Wundervolle Pinsel. Und ihr wisst ja, dass ich Katie Jane Hughes feiere. Ich muss es immer langsam sagen, weil die meistens nicht verstehen. Katie Jane Hughes. Ich versuche es nochmal in die Infobox zu schreiben, wenn ich dran denke. Sie benutzt immer ganz bestimmte Pinsel. Und sie hat auch ein eigenes Pinselset, und zwar bei Spectrum. Und Spectrum hatte dieses Pinselset jetzt reduziert und ich musste es haben. Und überwiegend wegen einem Pinsel. Und zwar wegen diesem hier. Das ist der 08. Und mit diesem Pinsel trägt sie immer Concealer auf oder generell so Gesichtsprodukte, um ihr Gesicht auszugleichen. Und das funktioniert so genial mit diesem Pinsel. Der ist ja relativ klein. Also jetzt mal hier wie so ein Beauty-YouTuber. Der ist relativ klein. Aber doch groß genug, um sich den Gesichtskonturen anzupassen. Man kann damit super halt, wie gesagt, Concealer einarbeiten, Puder und halt das ganze Gesicht bearbeiten. Wundervoll. Und wie gesagt, da gibt es noch andere Pinsel dazu. Ich wollte die jetzt nicht alle anschleppen. Da gibt es auch Augenpinsel, sind da noch dabei. Augenbrauenpinsel, habe ich heute auch meine Augenbrauen mit aufgefüllt, mit einem Puder. Also alles, was das Herz begehrt. Und ja, aber wie gesagt, gerade wegen diesem Pinsel wollte ich dieses Set haben. Und es hat sich dafür schon gelohnt. Bibbidi bobbidi boo. Oh mein Gott. So, und dann geht es schon weiter mit Make-up. Und fangen wir doch damit an, was ich heute auf den Lippen trage. Ich war gestern... Oh, ich sollte das echt lassen, so random zu DM zu gehen oder zu Rossmann. Weil da immer diese Aufsteller sind. Und da muss ich da mal was mitnehmen. Heute auf den Lippen... Ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde oder ne, aber eigentlich finde ich es gut. Ist eigentlich, ja, schöner Lippenstift. Und zwar hat L'Oreal jetzt wieder neue Lippenstifte rausgebracht. Ich habe die Farbe, also das ist aus der Koloriereihe 226 Rose Glaze. Und das ist so ein Schimmerlippenstift. Der hat so eine schöne Reflexion. Ich swatche jetzt einfach mal, auch wenn ich weiß, dass ich gleich wieder meine Klamotten vollsaue, aber... So sieht es aus. Also ein richtig schöner, ja, schimmriger Lippenstift, aber jetzt auch nicht zu krass. Und was ich halt schön fand bei dieser Aktion, wenn man so einen Lippenstift kauft, dann wird ein Teil davon gespendet. So, und das war der einzige Grund, warum ich mir den gekauft habe. Nein, ich fand den einfach sehr, sehr schön. Da gab es noch andere schöne Farbtöne. Aber den fand ich am dollsten. Und den trage ich heute auf den Lippen. Sieht wirklich sehr hübsch aus. Und auch auf den Lippen, was ich heute nicht trage, aber ich mache es jetzt einfach mal drauf. Nimya. Niki Tutorials hat ja ihre eigene Marke, Nimya. Und diese Lipglosse, die sie auch rausgebracht hat, jetzt seit Neuestem, sind jetzt auch bei Douglas. Und ich habe die Farbe Pinky Promise. Und erstmal, auch wenn es eigentlich total irrelevant ist, aber das riecht so geil. Es riecht nach Karamell. Nach einer Karamell-Sensation. Einfach zu geil. Aber
der Lippenstift, also der Lipgloss, kriecht nicht in den Hals. Also viele Lippenstifte kriechen ja gerne in den Hals und dann kratzt es so. Ist hier bei Gott sei Dank nicht der Fall. Und die lassen einfach die Lippen noch schön, ne, prall und saftig aussehen. Die fühlen sich einfach gepflegt und sehr schön an, sehen auch sehr gepflegt und schön danach aus, also nachdem man die so den ganzen Tag getragen hat. Also ich kann echt nicht meckern und das ist wirklich die perfekte Alltagsfarbe. Guckt euch das mal an. Perfekt, anders geht es gar nicht. Und ja, ich lieb's. Ich muss sagen, ich lieb's. So, was haben wir denn heute auf den Wangen? Fragt ihr euch bestimmt auch. Warum rede ich jetzt in einem norddeutschen Dialekt? Bin ja öfter bei TK Maxx, könnte man behaupten. Meistens bin ich in Bonn im TK Maxx oder am Neumarkt in Köln. Das sind einfach für mich die am besten sortierten TK Maxxe. Mittlerweile sind sie auch wieder ganz gut aufgestockt, weil jetzt kommt, ne, ist der Herbst da und die Weihnachtssaison geht quasi los, das Weihnachtsgeschäft. Die wollen ja verkaufen, ne? Und die hatten jetzt wieder eine echt gute Auswahl und ich habe bei TK Maxx gefunden, von MAC haben die jetzt einige Produkte da. Und zwar die Cream Color Base in Improper Copper. Improper Copper. So sieht die aus. Da ist ein kleines Haar drin, wahrscheinlich eine Wimper von mir oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall trage ich das heute ja quasi als Basis auf den Wangen. Cream Color Base kennt ihr, glaube ich, von MAC, oder? Da gibt es ja auch die Farbe Shell. Die war auch bei TK Maxx. Die ist ja eher so als Highlighter geeignet. Aber das hier, ja, ist so ein schöner, warmer Pfirsichton. Sieht wirklich unglaublich schön aus. Und das halt zu einem sehr schmalen TK Maxx-Preis, ne? Und wie gesagt, das habe ich heute mit dem Rapper-Pinsel aufgetragen. Und darüber, da hat mich auch Elena Davison angefixt. Die Frau, ne, seht ihr auch gleich noch was anderes, womit die mich angefixt hat. Hat mich mit einem wunderschönen Blush von Laura Mercier angefixt. Das ist die Farbe All That Sparkles. Gab es nicht mal einen Lidschatten, der All That Glitters hieß, auch von MAC? Oder den gibt es noch, oder was? Das war ja so ein Bestseller. Auf jeden Fall, All That Sparkles ist eigentlich ein recht unscheinbares Blush. Also schon fast transparent, hat so einen leichten rosa Shift. Den habe ich auch heute drüber aufgetragen, über die Cream Color Base. Also ihr seht, der Glow ist real. Kann man nicht anders sagen. Aber für dieses Blush muss man schon recht hell sein. Und ich werde jetzt wieder ziemlich hell, also jetzt bekomme ich wieder meine Geisterhautfarbe für den Winter. Wir freuen uns. Und da kann man es relativ gut erkennen. Ich komme jetzt ein bisschen näher dran. Nicht erschrecken. Ja, aber es ist wirklich ein wunderschönes Blush. Also ich muss sagen, Laura Mercier macht echt gute Blushes. Mit ihren Tint-Produkten, also die Foundations, stehe ich eher auf dem Kriegsfuß. Also ihr Tinted Moisturizer. Danach habe ich halt eine scheiß Haut. Also irgendwas macht, also der lässt die Haut wunderschön aussehen. Aber wenn ich den abgewaschen habe und am nächsten Tag spielt meine Haut verrückt. Es ist leider sehr traurig. Ja, wir beginnen eine Schweigeminute. Aber so ist es halt. Aber dieses Blush, ich habe auch ein anderes Blush von ihr aus der alten Kollektion. Das ist, glaube ich, Peach oder so. Peaches. Auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. So, Freunde, wir hauen weiter rein, da das Video nicht wieder 50 Minuten lang wird. Mein Eyeshadow heute. Was sagen wir dazu? Also ich muss es mir eigentlich verbieten. Also es kann eigentlich nicht wahr sein, dass ich immer wieder darauf reinfalle. Auch bei TK Maxx, ich darf keine Einzellidschatten mehr mitnehmen. Also ich habe ja schon 5000 Paletten und dann kaufe ich mir noch Einzellidschatten, die dann auch noch in meiner Schublade rumfliegen. Aber ich konnte an dem nicht vorbeigehen. Das ist geil. Ich bin halt schwach, ich bin schwach, der Geist ist schwach, der Körper auch. Und zwar von Misauda Milano Vibrant Eyeshadow in der Farbe 209 Marigold. So sieht es aus. Was soll ich sagen? Also, der hat jetzt 3,99 € gekostet, also nicht die Welt, ne? Aber also, es sieht ganz okay aus. Also, es sieht ganz schön aus. Kann man nicht anders sagen. Sieht wirklich schön aus. Aber es ist ein bisschen Pain in the Ass mitzuarbeiten. Wenn man den trocken aufträgt, dann bröselt der. Also, man hat definitiv einen Fallout. Tragt ihn, wenn ihr den mitnehmt. Ich rate euch eher davon ab, aber ich weiß ja, wir sind alle schwach. Tragt ihn eher feucht auf. Dann wird es auch gut aussehen und gleichmäßig aussehen. Ja, wie gesagt, das sieht schön aus, aber muss man es haben? Definitiv nicht. Habe ich es wieder gekauft? Definitiv ja. Ja, hier nochmal zum Anschauen von Misauda Milano, der Eyeshadow in der Farbe Marigold.
Ja, braucht man aber nicht. Aber ich habe wieder mitgenommen. Warum auch immer. Man weiß es nicht. Ja, hier, ich habe jetzt hier meine Tasche, die noch gefüllt ist. Habe ich mir noch Strumpfhosen mitgenommen. Bei Hohenkümmerler, seid froh, dass ich euch nicht die Schlüpper zeige. Die habe ich nämlich auch mitgenommen. Bei Hohenkümmerler gibt es ja immer diese Pick-and-Mix-Aufsteller. Kann man sich ja immer die Schlüpper zusammenstellen. Ich habe noch drei mitgenommen. Ich liebe die Schlüpper von Hohenkümmerler. Muss ich jetzt einfach mal dazwischen werfen. Ich liebe die Schlüpper von Hohenkümmerler. Die sitzen einfach für mich am besten und ja, sind einfach nur toll. Und genauso die Strumpfhosen habe ich in 40 den mitgenommen, damit auch nichts durchschimmert. Und auch die sitzen einfach perfekt. Ich habe schon Strumpfhosen von DM. Sogar von Primark, was habe ich mir da gedacht? Die sind alle Schrott. Also wirklich Schrott, meiner Meinung nach. Aber Hunkemöller läuft. Und wie gesagt, die Schlüpper. So. Aber das nur zwischendurch. Ja, was gab es noch bei TK Maxx? Da war ich sehr überrascht, dass ich das gesehen habe. Das wollte ich immer schon ausprobieren, schon sehr, sehr lange. Und zwar von Bobbi Brown, die Vitamin Enriched Face Base. Sieht so aus. Das ist eher so eine kleine Packung, eine 15-Milliliter-Packung, aber auch zu einem sehr kleinen Preis. Und eigentlich wollte ich sie heute austesten und habe es wieder vergessen. Ich bin so bescheuert manchmal. Also kennt ihr das, wenn ihr euch was vornehmt und dann vergesst ihr es doch? Das ist total bescheuert. Ja, sieht so aus. Und ich habe auch noch mal reingeguckt. Ist immer schwierig bei TK Maxx. Da habe ich mich letztens auch leider mit einer Verkäuferin angelegt, weil die bei TK Maxx kleben gerne die Farbbezeichnungen von Foundations zu. Da lag nämlich eine Fenty Foundation, so ein Tinted Moisturizer, und da war leider die Farbbezeichnung überklebt. Und was musste ich tun, um die Farbbezeichnung herauszufinden? Ich musste leider die Packung einmal öffnen. Ich habe sie nicht aufgerissen oder irgendwas damit gemacht. Ich wollte sie einfach nur kurz öffnen. Und schon kam einer angestürmt: Lassen Sie bitte die Packung zu. Ich so, ja, würde ich gerne tun, aber ich muss gerne einmal nachgucken, was das für eine Farbe ist. Ja, aber bitte die Packung zulassen. Ich so, okay, gut, alles klar. Wenn Sie den Röntgenblick haben, dann sagen Sie mir bitte jetzt, was das für eine Farbe ist. Was für eine Unverschämtheit. Und so ging es halt weiter. Und das ist bei TK Maxx halt echt schwierig. Also, ich gucke halt auch gerne rein, ob da schon jemand mit seinen dreckigen Griffeln drin rumgewühlt hat, weil sonst will ich es nicht kaufen. Wie willst du es sonst rausfinden, als da reinzugucken? Und einfach an der Kasse am besten sagen, ich möchte da gerne mal reingucken, bevor ich das kaufe. Wenn die dann sagt, nee, ist nicht, dann okay, gut, macht ihr halt keinen Umsatz. So ist es dann halt. So. Aber das wieder nur nebenbei ist manchmal echt, ja. Bei TK Maxx etwas haarsträubend. Ich hasse die Leute auch, die einfach die Sachen swatchen. Hier zum Beispiel der Lidschatten. Ich hätte den auch gerne geswatcht, einfach mal zu sehen, wie der sich verhält. Aber konnte ich nicht. Ich konnte ihn einfach nur blind kaufen. Aber einige Leute sind so unverschämt und packen da mit ihren Griffeln rein. Aber wenn du halt nur die Farbe erkennen kannst, hier zum Beispiel steht sie da vorne drauf und da hat keiner was drüber geklebt. Das ist gut. Aber wenn du die Farbe nur erkennen kannst, wenn du einmal reinschaust, dann machst du es halt kurz auf, guckst es dir an, aha, das ist die Farbe so und so, packst es wieder rein und legst es zurück. Easy as that. Okay. Auf jeden Fall werde ich die Vitamin Enriched Face Base ausprobieren und ich bin sehr gespannt, wie die sein wird. So. Ach, Freunde, so, was habe ich denn noch für euch? Ja, natürlich ist es wieder eine Kerze geworden. Es sind auch mehr Kerzen geworden. Ich habe die anderen nur jetzt im Flur vergessen. Ich habe noch eine andere sehr schöne gefunden. Aber die hier, die habe ich letztens schon gesehen und habe dran gerochen. Ist da ein Riss drin? Nee, doch nicht. Und habe sie halt gerochen und ich fand die so toll und habe sie aber stehen lassen. Oh, gestern musste sie mit. Also bei TK Maxx gibt es jetzt wieder so eine geile Herbstkerzenauswahl. Das ist hier wieder von DW Home einfach die beste Herbstkerze oder die beste Kerzenmarke überhaupt bei TK Maxx. Clove Pumpkin Warm Sweet and Spicy. Sieht so aus, allein schon von der Farbe. Wenn ich die anzünde, wird das so ein richtig schönes warmes Licht in den Raum werfen. Und der Duft ist einfach warm. Pumpkin Spice, Zimt, einfach Herbst. Das ist wirklich wieder Herbst pur. Und ich freue mich einfach schon, wenn ich wieder im Herbst. Oh, ich kann sagen, also ja, wir haben jetzt, also für mich ist ja offiziell Herbst, aber wenn ich wieder Hill House schaue auf Netflix oder Bly Manor. Ich liebe diese Serien im Herbst, ist unfassbar. Dann werde ich diese Kerze anzünden und das ja, für mich genießen. Ist einfach göttlich, göttlich. Ich würde am liebsten alle Kerzen kaufen, aber das geht leider nicht. So, was haben wir jetzt noch Schönes? Ich glaube, wir machen jetzt weiter mit Parfum. Und da haben wir jetzt eine First Impression wieder.
Da habe ich nämlich einen Duft entdeckt und ich recherchiere dann ja immer nebenbei bei Parfumo oder Fragrantica. Und da habe ich dann dort hängen sehen in Bonn den Salvador Dalí. Sieht so aus. Und was ich darüber gelesen habe, hat sich sehr lecker angehört. Fruchtig, cremig. Und ich würde sagen, und der war günstig. Also, ne, deshalb habe ich ihn mitgenommen. Weil so ein schön duftender Chipi ist immer ganz schön. Und ich würde sagen, wir testen ihn jetzt einfach mal aus. Ich habe mir hier schon ein Tüchlein hingelegt, damit wir ihn aufsprühen können. Ich bin jetzt mal auf den Flakon gespannt, weil Salvador Dali hat immer coole Flakons. Let's have a look. Auf jeden Fall etwas so. Okay, wieder mit diesen Lippen. Guck die Stadt an. Wunderschöner Flakon. Also, andere würden sagen kitschig, aber ich sage einfach mal schön. Ach, das ist eine Nase hier oben. Das ist wieder die ikonische Nase und die Lippen von Salvador Dali. Ich habe ja auch schon einen anderen Duft aus dieser Reihe. So, und jetzt bin ich gespannt. Ja, also der Anfang ist auf jeden Fall typisch fruchtig. Also, oh, ja, Pfirsich. Auf jeden Fall saftiger Pfirsich. Ich lasse ihn mal ein bisschen stehen und rieche später nochmal dran. Aber der Anfang gefällt mir schon ganz gut. Schön fruchtig, pfirsichartig. Und jetzt muss ich euch eine kleine Enttäuschung zeigen. Ein Duft, den ich schon Wochen, eigentlich Monate auf meiner Liste hatte. Den gab es aber dann nicht in Deutschland. Der kam dann sehr, sehr spät endlich auch zu Douglas. Und das ist von Solly Notes. Und ihr wisst, ich liebe den Vanille und Tonka sowieso von Solly Notes. Aber es kam jetzt auch Amande, also die Mandel von Solly Notes. Das sind auch sehr günstige Düfte. Also die kriegt ihr echt für ein Apfel und ein Ei. Und hier hinten auch schon die Mandel drauf. Und ich habe mir erhofft, da ist auch Tonkabohne drin, ne? Ich habe mir erhofft, dass das so ein richtig schöner, pudrig, cremiger, toller Mandelduft wird. Aber das bekommt ihr nicht. Also ich zumindest nicht auf meiner Haut. Auf meiner Haut ist der fruchtig, floral. Und die Mandel kommt vielleicht kurz zu Besuch, sagt kurz Hallo und ist wieder weg. Ist für mich absolut kein Mandelduft. Auch nicht pudrig oder cremig. Der ist für mich wirklich floral mit der Jasmin und fruchtig. Er ist schön, ne? Also keine Frage. So nach dem Duschen so ein bisschen hier so ein bisschen eindieseln damit. Er ist ja freundlich, er ist schön, er ist auch nicht zu süß. Aber er ist nicht spektakulär, er ist nicht die Mandel, die ich mir erhofft habe. Und da war ich etwas disappointed. Also wer sich auch gedacht hat, boah, ich kaufe mir den, weil das wahrscheinlich ein geiler Mandelduft ist. Ja, Fehlanzeige. Und der kommt mir sehr bekannt vor. Ich konnte ihn noch nirgendwo hinstecken. Ach, ein Schelm, der was anderes dabei denkt. Ich konnte ihn halt noch nicht irgendwo einsortieren. Er kommt mir bekannt vor. Also es ist jetzt nichts revolutionär Neues. Also ein gefälliger, fruchtig, floraler Duft. Mie, mie, mie. Ja, also. Ja, das ist halt immer das, wenn man blind kauft. Dann kann es entweder was richtig Geiles sein oder es ist eine Enttäuschung. Und das war es leider für mich. So, und jetzt haben wir wieder Elena Davison. Diese blöde Kuh hat mich mit einem ihrer oder beziehungsweise mit ihrem absoluten Lieblingsduft angesteckt. Und der ist von Marle und Götz oder Marlin und Götz. Ich weiß es nicht, wie man das ausspricht, aber ihr könntet ja lesen. Leather, das Leder. Und ich wollte ihn unbedingt haben, weil sie da so von geschwärmt hat. Sie hat gesagt, boah, das ist mein absoluter Lieblingsduft. Und sie hat den auch schon ein paar Mal leer gemacht. Und es ist wirklich ein toller, schöner, auch leicht floraler, würziger Lederduft. Das ist so ein It's a cool girl leather. Also wirklich, also Elena Davison, falls ihr noch nicht folgt, schaut sie euch mal an auf Instagram oder auf YouTube. Die hat halt auch ihren eigenen Style. Die sieht halt immer cool aus, die sieht immer lässig aus, ein bisschen sexy, aber doch verspielt. Und sie hat auch eine lustige Persönlichkeit und da passt dieser Duft einfach wie die Faust aufs Auge. Das passt zu ihren Outfits. Also scrollt mal ihr, scrollt mal. Gott, ich bin so eine Old Lady. Scrollt mal durch ihren Feed und guckt sie euch mal an. Das passt einfach zu ihren Outfits perfekt.
Den werde ich auch tragen. Ich habe ja meinen Trenchcoat gekauft. Boah, da freue ich mich so sehr drauf, wenn ich meine Stiefel trage, meinen Trenchcoat. Und dann diesen Duft, der hat einfach so was Lässiges, aber dennoch was Elegantes und einfach chic und effortless. Das ist einfach wunderschönes, weiches Leder, aber dennoch mit einer Würze und mit einer verspielten floralen Komponente. Unglaublich gut. Also kann ich nicht anders sagen. Im Moment habe ich es irgendwie mit dem Leder. Ich war nämlich gestern wieder bei der Parfümerie Vollmar. Einfach eine der wunderschönsten Parfümerien ever. Und Fabian und Romy und alle anderen dort, meine liebe Riva, wenn ich sie sehe, denke ich immer, oh, die schönste Frau der Welt. Dann freue ich mich einfach. Ich fühle mich da so, so toll aufgehoben. Und das ist immer wie, als ob man nach Hause kommt. Einfach so in so ein gemütliches, großes Wohnzimmer. Und ja, da fühlt man sich einfach total wohl. Und da habe ich einen wunderschönen Duft gefunden in der Fundgrube unten. Da sind nämlich reduzierte Produkte und da habe ich den Duft von All Saints Leather Skies gefunden. Und das zu einem schmalen Preis, statt 69 für 34,50 €. Und ich habe mir den aufgesprüht und ich dachte, boah, das ist auch so ein unglaublich toller Cool Girl Leather Duft. Also so ein richtig toller, ja, unspektakulär ist jetzt böse gesagt, aber der ist einfach. Der ist nicht kompliziert. Schaut euch mal den Flakon an, der ist auch sehr minimalistisch. Und der Duft ist, wow, das ist einfach ein toller, toller. Weicher, also der ist noch mal anders als der Maler und Götz. Der hat noch mal, boah, der hat Weihrauch drin, glaube ich auch. Er ist unglaublich weich und geschmeidig, überhaupt nicht irgendwie so, boah, hier hast du jetzt die Lederkeule oder die Lederpeitsche. Oh, der passt perfekt auch zum heutigen Wetter, also zum grauen Wetter, regnerisch, kühl. Und das passt eher auch. Also, da habe ich heute das falsche Outfit an mit meinen Flügelärmchen. Ah, ich sehe so süß aus heute. Oh, das ist Leder mit Weihrauch. Boah, wahrscheinlich blamiere ich mich jetzt und da ist gar kein Weihrauch drin, aber ich nehme deutlich Weihrauch wahr. Ein sehr mysteriöser, dunkler, wunderschöner, sexy Leder. Also das hier ist eher so dieses Cool Girl, verspielt und eher dieses beige, chic, weiße Bluse. Und das hier ist dann die. Hier. Das ist dann die alte. Ja, mit der Strumpfhose, mit den High Heels. Das ist dann das hier. Ja, so würde ich es beschreiben. Oh, dunkel, mysteriös, wirklich. Oh. Und das kann man auch super layern, fällt mir gerade ein. Mit Incense Avignon von Comme des Garçons. Oh, göttlich. Oh, Leute, der Herbst. Komm, Herbst, ich freue mich. Wunderschöner Duft. Also es waren auch noch ein paar da. Falls ihr nach Bonn kommt, zu Vollmar, get it. Sehr, 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 sehr geiler Lederduft. Und das war's jetzt. Warte, wir riechen noch mal kurz den Salvador Dali. Ja, auch ein sehr, sehr schöner. Der ist für den Frühling wunderschön. Also das ist ein toller, fruchtiger Duft. Sehr schön fruchtig, leicht. Der wird wahrscheinlich auch auf der Haut sehr cremig. Kann man nichts mit falsch machen. Also auch ein toller Duft zum Layern, würde ich sagen. Auch mit schönen Vanilledüften vielleicht. Also definitiv nicht verkehrt. Ihr seht, ich flippe jetzt nicht aus und sage, boah, ist der geil. Aber es ist ein schöner, fruchtiger, toller Duft mit Leichtigkeit. Und ja, kann man absolut machen. Und das zu dem Preis. Der war jetzt echt günstig. Also ja. Das war es dann jetzt auch von dem Haul, würde ich sagen. Also es ist jetzt alles gezeigt, was ich zeigen konnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich habe auch noch ein paar mehr Kerzen eingekauft, aber die zeige ich euch dann einfach auf Instagram. Wie gesagt, da könnt ihr mir auch kostenfrei folgen, genau wie hier. Das Abo ist kostenlos. Wenn es euch gefällt, einen Daumen hoch. Über eure Kommentare freue ich mich sowieso, aber ne, das ganz am Rande. So, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!